Es ist wieder Zeit für einen weiteren Flugzeugtypen und wir bleiben mal bei Boeing und machen dort jetzt weiter mit der 787, mit dem Dreamliner. Ein sehr spannendes Flugzeug mit vergleichsweise viel neuer und moderner Technik. Aber es ist auch ein Flugzeug, das, obwohl es jetzt schon seit einigen Jahren mittlerweile wieder im Himmel zu sehen ist, es ist ein Flugzeug, das aufgrund der aktuellen Lage bei Boeing echt mit einigen Vorwürfen zu kämpfen hat. Heute schauen wir uns das Flugzeug mal etwas genauer an, beziehungsweise wir fangen zumindest damit an, denn es gibt über die 787 so wahnsinnig viel zu erzählen. Deswegen heute der erste Teil und ich sage es direkt schon mal vorweg: Es geht gar nicht so viel ums Flugzeug selbst, sondern vielmehr um die Idee dahinter, die Probleme bei der Entwicklung und um die Entwicklung des ersten Dreamliners. Also, wir fangen da einfach mal mit an und dann wünsche ich euch viel Spaß beim Video. Und damit hallo und ganz herzlich willkommen zu einem neuen entspannten Video am Samstag. Ich wünsche euch allen schon mal ein schönes Wochenende. Es ist ganz gut, dass wir das mit den Flugzeugtypen jetzt wieder recht zügig hintereinander machen. Das Video zur Boeing 767 ist ja noch gar nicht so lange her. Und wenn man da verstanden hat, warum das Flugzeug so wahnsinnig gut funktioniert hat, also die 767, warum die so wahnsinnig gut funktioniert hat, dass sie jetzt sogar den Rapper Drake begeistern kann. Naja, dann ist das schon mal die halbe Miete, um jetzt auch die Beweggründe für eine Boeing 787, für einen Dreamliner zu verstehen. Denn das ist schlichtweg erst einmal der Nachfolger der 767. Die Boeing 787 holt jetzt diese Flugzeuggröße. Ein Flugzeug auf der Langstrecke mit zwei Triebwerken, das wird jetzt durch die 787 in die neue moderne Zeit geholt. Mit zahlreichen, teilweise auch wirklich revolutionären, sehr, sehr guten Verbesserungen. Dabei soll die 787 unterm Strich etwa 20% effizienter fliegen als noch der Vorgänger. Das nur mal so als grobe Basis für diesen neuen Flugzeugtypen. Ja, 20% hört sich vielleicht auch gar nicht so wahnsinnig beeindruckend an. Ich meine, das ist ja ganz normale Entwicklung, oder nicht? Gerade bei den Prozentwerten, die uns in den letzten Jahren bei neuen Flugzeugtypen um die Ohren geflogen sind, beispielsweise 50% leisere Triebwerke beim A320neo im Vergleich zum Vorgänger, da hört sich 20% nicht so beeindruckend an. Aber auch da lohnt es sich jetzt mal wieder auf die Boeing 767 zurückzuschauen. Denn das, was Boeing zu dieser Zeit geleistet hatte, Anfang der 80er, Ende der 70er Jahre, das ist wirklich höchst beeindruckend und ich denke mal, wir sind uns einig darüber, dass die 767 irgendwo auch ihrer Zeit ein ganzes Stück voraus war. Das Flugzeug funktionierte wahnsinnig gut und hat ihre Konkurrenz wohl sicherlich auch zu Recht ein ganzes Stück hinter sich gelassen. Was ich damit nur sagen möchte, ist, dass diese 20% effizienter fliegen, die wollen jetzt erst einmal zusammengesammelt werden, denn das sind sehr große Fußstapfen, in die man da mit einem neuen Flugzeug reintreten möchte. Aber gut, da war die Idee natürlich von Anfang an klar: Kohlefaserverbundwerkstoffe sollen es hier möglich machen, dass diese 20% wirklich erreicht werden können in der Boeing 787. Und da muss man jetzt ein bisschen aufpassen, denn Kohlefaserverbundwerkstoffe sind in der Luftfahrt selbstverständlich nicht neu. Das würde man gerne mal so beschrieben. Ja, 787 A350, das sind die Flugzeuge, bei denen man wirklich angefangen hat mit Kohlefaserverbundwerkstoffen. Aber gerade in der Luftfahrt ist das ein Werkstoff, der schon sehr, sehr lange verwendet wird. Bei Kampfflugzeugen beispielsweise sind Kohlefaserverbundwerkstoffe schon seit mindestens 4 Jahrzehnten ein brauchbares Mittel, um überhaupt noch immer weiter große Schritte nach vorne machen zu können beim Thema Performance. Oder auch beim Airbus A300, beim ersten Airbus überhaupt, auch da wurden schon Kohlefaserverbundwerkstoffe verwendet. Ab dem Airbus A300-600B4 war sogar das komplette Seitenleitwerk aus CFK gefertigt. Und sehr ähnlich war es dann auch bei allen neuen Airbussen, die noch danach gekommen sind. Oder auch bei allen neuen Boeing-Flugzeugen, die danach gekommen sind. Also man hat immer nur Teile in CFK verwendet, aber immer mehr, sofern es möglich war. Das können kleinere Teile gewesen sein, wie zum Beispiel einzelne Spoiler des Flugzeuges auf der Tragflächenoberseite. Oder auch größere Teile, wie eben beispielsweise Seitenleitwerke. Zum Beispiel bei der 777 ist ebenfalls ein Seitenleitwerk aus CFK zu finden. Ja, gut, jetzt hat man aber irgendwann alle halbwegs einfachen Teile, sage ich mal, überarbeitet und daraus CFK-Teile gemacht. Jetzt kommt man irgendwann mit seinem CFK in Richtung Rumpf und Tragflächen. Und da wird es wirklich spannend. Und genau da steigt eben die Boeing 787 ein. Beim amerikanischen Flugzeugbauer war man jetzt kurz vor der Jahrtausendwende hochmotiviert, ein Flugzeug zu bauen, das zur revolutionären Effizienzsteigerung jetzt endlich mal wegkommt von der konventionellen Flugzeugform, wie sie ja schon seit Jahrzehnten verwendet wird. In Planung war zu dieser Zeit dort der sogenannte Sonic Cruiser, der Boeing Sonic Cruiser, der mit einer Reisegeschwindigkeit von ganz knapp unter Mach 1 deutlich schneller sein sollte als fast jeder andere am Himmel. Aber dass die Concorde, dass die effizienztechnisch echt ein Flop ist, das war zu der Zeit schon klar. Also kann man die aus der Rechnung direkt mal rausstreichen. Man wollte es hier also auf jeden Fall schaffen, ein sehr schnelles Flugzeug, ein sehr effizientes Flugzeug zu bauen, durch eine Kombination von dieser revolutionären neuen Konstruktionsweise mit einem für damalige Verhältnisse unglaublich hohen Anteil von CFK von knapp 40%.
Das ist eine ganze Menge. Airbus A300 oder so, die hatten alle so um die 5 bis 6% CFK. Jetzt wollte Boeing ein Flugzeug bauen mit ganzen 40%. Damit wollte man es schaffen, einen Spritverbrauch zu erreichen, der ähnlich war wie beim Vorgänger Boeing 767. Ja, an der Stelle können wir es dann einfach mal ein bisschen abkürzen. Es kam der 11. September 2001, immer weiter ansteigende Treibstoffkosten und eine Krise in der internationalen Luftfahrt, wie man sie noch nicht so wirklich vorher gesehen hatte. Gerade bei den amerikanischen Fluggesellschaften, das Doofe daran, gerade die amerikanischen Fluggesellschaften waren so ziemlich die einzigen, die wirklich überzeugt waren von dieser Boeing Sonic Cruiser Planung. Tja, das Interesse an einem abgefahrenen, revolutionär neuen Flugzeug, das war damit natürlich so gering wie noch nie. Man wollte jetzt eine konventionell gebaute Maschine, aber so effizient wie möglich. Also wurde die Boeing 787, vorher Projektname 7E7, die wurde vom langweiligen Plan B jetzt zum Plan A. Was man dem amerikanischen Flugzeugbauer Boeing an dieser Stelle wirklich lassen muss, ist, dass man den Markt auch hier mal wieder richtig interpretiert hat, wieder mal auf die Wünsche der Airlines eingegangen ist und ein perfektes Flugzeug für die Point-to-Point-Strategie entwickelt und gebaut hat. Während Airbus drauf und dran war, richtig scharf drauf war, ihre Hub-Strategie oder ihre Interpretation der Hub-Strategie in irgendeiner Form so schnell wie möglich in den Markt zu pressen. Was am Ende des Tages, wie wir alle wissen, nicht wirklich gut funktioniert hat. Was Boeing am Ende des Tages einen enormen Zeitvorteil beim Thema Point-to-Point-Verbindung mit ihrem Flugzeug gab. Eine Online-Abstimmung gab dem neuen Boeing-Flugzeug, dem neuen geplanten Boeing-Flugzeug im Jahr 2003 dann den wunderhübschen Beinamen Dreamliner und Boeing fing an, ein bisschen Werbung für die Maschine zu machen. Ein bisschen sehr viel Werbung mit teilweise sehr futuristisch aussehenden Werbebildern. Aber es hat funktioniert. Die Leute freuten sich auf die neue Maschine, warteten sehr, sehr gespannt auf die ersten Ergebnisse aus den Entwicklungen und so weiter und die ersten Fluggesellschaften kauften das Flugzeug. Erstkunde war ANA im Jahr 2004. Die bestellten die ersten Maschinen vom Typ 787-3 und 787-8. Und da dürfte euch jetzt schon auffallen, 787-3, was ist das denn? Müssen wir natürlich kein Geheimnis draus machen, ist eine Version der 787, die zwar geplant war, so aber nie auf den Markt gekommen ist, so auch nie gebaut wurde und 2010 dann komplett eingestampft wurde. Aber dazu morgen dann nochmal bei den verschiedenen Versionen der 787 mehr. Also, jetzt erst einmal zu der anfangs erwähnten Problematik, denn die kam jetzt bei der Entwicklung natürlich sofort zum Tragen. Vergleichsweise kleine, am besten auch noch komplett unflexible Teile des Flugzeuges aus CFK bauen, das ist die eine Sache. Damit hatte man Erfahrung. Jetzt aber einen gesamten Flugzeugrumpf aus CFK backen, das ist was anderes und das ist verbunden mit einigen Problemen, die man so wahrscheinlich in dieser Größenordnung gar nicht unbedingt auf dem Schirm hatte. In dieser Hinsicht ist die Boeing 787 also tatsächlich revolutionär. Das gab es so vorher einfach noch nicht. Die 787 ist das erste Verkehrsflugzeug, bei dem man sich wirklich komplett von der konventionellen Rumpfbauweise mit Aluminium verabschiedet hatte. Der Dreamliner besteht zu ziemlich genau 50% aus Kohlefaserverbundwerkstoffen. Das gab es so vorher bei einem Verkehrsflugzeug noch nicht. Beim Airbus A380, der etwas früher auf den Markt gekommen ist, da waren es 22% Kohlefaserverbundwerkstoffe. Und mehr davon gibt es nur beim noch deutlich neueren Airbus A350, bei dem sind es mittlerweile 53%. Und das ist damit der erste große Kritikpunkt am 787-Programm, der sich jetzt aufgrund der aktuellen Lage beim Flugzeughersteller und aufgrund einiger Stimmen zur 787, die jetzt nochmal wieder deutlich lauter geworden sind, das lässt sich jetzt an der Stelle ganz gut einstreuen. Gerade wenn im Flugzeugbau mit CFK zwingend flexible große Bauteile gefertigt werden müssen, dann kommt man da mit einigen Problemen in Berührung, die man als Flugzeughersteller natürlich erst einmal kennenlernen muss. Und da kommt auch Boeing nicht drum herum. Stichwort Delamination. Ich packe euch in die Infokarten mal ein Video, in dem wir schon etwas genauer über diese ganze Thematik in Verbindung mit der Boeing 787 gesprochen hatten. Müssen wir jetzt nicht nochmal alles neu aufrollen. Aber jetzt ist erst einmal wichtig, dass Delamination natürlich bei der Entwicklung der Boeing 787 ein riesiges Thema war, ein großes Problem, das Boeing erst einmal kennenlernen musste und dann auch lernen musste, gegen anzuarbeiten. Im Jahr 2009 kam es wenige Monate vor dem Erstflug der Boeing 787 bei einem groß angelegten Belastungstest einer 787-Tragfläche zur massiven Delamination der Kohlefaserverbundwerkstoffe an verschiedenen Teilen des Bauteils. Und Boeing musste dann ganz bewusst mit Verstärkung an den entsprechenden Stellen das Problem umgehen. Ein im Jahr 2006 entlassener Ingenieur des Flugzeugherstellers sowie viele weitere Stimmen, die jetzt, wie gesagt, durch die aktuelle Lage nochmal deutlich lauter geworden sind zum Thema Boeing 787, werfen dem Flugzeughersteller an dieser Stelle fehlende Erfahrung mit CFK-Bauteilen in dieser Größe vor. Es ist hier teilweise in einigen Berichten die Rede von einem unsicheren Flugzeug, das man unter massivem Zeitdruck konzipiert und gebaut haben soll. Anders als beim Airbus A350 verwendet Boeing keinen eingearbeiteten Rahmen bei ihren CFK-Bauteilen.
ein. Im Fall eines Absturzes würde die Maschine, so heißt es zumindest, regelrecht zersplittern. Die Maschine ist wohl einfach nicht so sicher wie ein konventionell gebautes Flugzeug. Unter anderem auch dadurch, dass man bestimmte Beschädigungen am Rumpf oder auch an den Tragflächen, die kann man einfach nicht so leicht erkennen, wie es bei einem aus Aluminium gefertigten Flugzeug möglich wäre. Äußere Beschädigungen wie beispielsweise durch Steinschlag auf der Runway oder durch einen Vogelschlag oder wie auch immer, das kann man bei diesem Flugzeug nicht erkennen. Da braucht man sehr viel aufwendigere Wartung, als man das bei konventionellen Flugzeugen braucht, um hier wirklich Schäden feststellen zu können, rechtzeitig feststellen zu können, bevor sie ein großes Problem werden. Also, da kommt schon wirklich einiges an wild durcheinander gewürfelten Punkten zusammen. Aber auch hier an der Stelle, und ich weiß, das ist in den letzten Wochen so oft vorgekommen, aber es ist mir trotzdem wichtig, das hier nochmal ganz klar zu sagen, es ist mal wieder etwas, was wir an dieser Stelle wirklich nicht beurteilen können. Zumindest ich kann es nicht, und deswegen ist das auch wirklich nicht meine klare Meinung über dieses Flugzeug, die ich euch jetzt hier erzähle, sondern das ist einfach mal all das an Informationen, die man aktuell über diese Maschine im Internet finden kann, wenn man denn möchte. Also damit erstmal ein bisschen vorsichtig sein. Hier gilt tatsächlich, und ich weiß, das fällt in den letzten Wochen und Tagen verständlicherweise gar nicht so leicht. Hier gilt einfach das Vertrauen in den Flugzeughersteller und in sein Produkt und in die entsprechenden Zulassungsbehörden, die dieses Produkt irgendwann mal zugelassen und abgenommen haben. Ja. Gut, aber das nur mal so am Rande. Probleme mit den CFK-Teilen der Boeing 787, die gab es aber auf jeden Fall. Das ist eine Tatsache. Und das war selbstverständlich auch ein Grund dafür, warum der Erstflug der Boeing 787 immer weiter nach hinten rückte. Und das immer Stück für Stück. Also es kamen immer wieder neue Probleme, die dafür gesorgt haben, dass man das einfach nochmal ein paar Wochen weiter nach hinten verschiebt. Aus Anfang 2007 wurde dann irgendwann Dezember 2009. Durch die benötigten Verstärkungen, die ich eben angesprochen habe, die man aufgrund der fehlerhaften CFK-Bauteile ja verwenden musste, waren die ersten 6 Flugzeuge knapp 2,5 Tonnen schwerer, als man das eigentlich erwartet hatte und als das, was man auch eigentlich ein Leergewicht brauchte, um die 787 mit den Performance-Werten auszuliefern, die eigentlich versprochen waren. Aber das speckte man dann bis zur 7. Maschine wieder ab. Der Flugzeughersteller Boeing gestaltet den Bau der 787 durch die Hinzunahme vieler verschiedener auf der ganzen Welt verteilter Unternehmen so effizient wie möglich. Das kennen wir beispielsweise auch so schon von Airbus. Und als ganz interessanter Nebeneffekt, man benötigt auch bei Airbus Transportflugzeuge, um halt eben die verschiedensten Bauteile von den verschiedensten Firmen, von verschiedensten Standorten zu einem Standort zu bringen, um sie dort zusammenzubauen. Das braucht Boeing von nun an auch bei der Boeing 787 und baute deswegen 4 Boeing 747-400 gebrauchte Flugzeuge zum sogenannten Dreamlifter. Als neue Triebwerke für die Boeing 787 wählte man dann noch das Rolls-Royce Trent 1000 Triebwerk und das General Electric GE-NX Triebwerk. Und ihr merkt schon, jetzt mal mit all den Infos zusammen, die Boeing 787 Entwicklung, das muss schon wirklich nervenaufreibend gewesen sein. Man hat hier bei diesem Flugzeug wirklich nichts von den Vorgängern übernommen, sondern Boeing machte einfach einmal alles neu. Und das Schöne an dieser kompletten Neuentwicklung für uns als Passagiere ist, dass man, wenn man sich da ein bisschen Mühe gibt, dass man da auch einige zeitgemäße moderne Annehmlichkeiten für die Passagiere mit einbauen kann, die es so in anderen Flugzeugen noch nicht gibt. Also die Boeing 787 hatte einige Verbesserungen für die Passagiere. Standardmäßig wird in der Kabine der 787 ein sogenanntes Moodlight verwendet. Die Boeing 787 hat die größten Passagierfenster in der Klasse, bietet einen höheren Kabinendruck und eine deutlich angenehmere Luftfeuchtigkeit, als man das in anderen Flugzeugen finden kann. Dazu ist die Boeing 787, das muss man ihr ganz einfach lassen, das aktuell einzige Passagierflugzeug auf dem Markt, leider das aktuell einzige Passagierflugzeug auf dem Markt, das für die Kabinenluft keine Zapfluft der Triebwerke verwendet, sondern ganz einfach Luft von draußen. Gerade in der immer stärker anziehenden Debatte um das sogenannte aerotoxische Syndrom ist das ein nicht zu unterschätzender Vorteil, den die Boeing 787 hier gegenüber allen anderen Verkehrsflugzeugen hat. Es gibt zwar mittlerweile Untersuchungen, die zeigen sollen, dass man in der 787 Passagierkabine eine ähnliche Konzentration von vermeintlich schädlichen Stoffen finden kann, wie auch in konventionell belüfteten Passagierkabinen. Aber es bleibt einfach eine Tatsache, dass Triebwerksöle noch nie so wenig mit Kabinenluft zu tun hatten, wie es jetzt bei der Boeing 787 der Fall ist. Denn da können diese beiden Komponenten oder diese beiden Dinge, die können da gar nicht in Kontakt kommen. Na gut, das trägt dann natürlich auch irgendwo mit dazu bei, dass in diesem Flugzeug jetzt quasi alles über die Elektronik läuft. Die elektrische Leistung, die eine Boeing 787 je nach Situation, zum Beispiel beim Triebwerkstart, da diese ja jetzt auch nicht mehr pneumatisch gestartet werden, sondern elektrisch, je nach Situation benötigt, die ist bis zu 5-mal größer als in konventionellen Flugzeugen. Das ist schon ein großer Unterschied. Für den ersten Teil zur Boeing 787 können wir uns jetzt also als Fazit merken, bei diesem Flugzeug ist wirklich sehr viel sehr neu. Bessere Aerodynamik, das Flugzeug ist deutlich leiser, deutlich passagierfreundlicher,
aber auch deutlich umstrittener als alles andere, was im Jahr 2009 so durch die Gegend geflogen ist. Am 15. Dezember 2009, also mittlerweile auch schon vor 9,5 Jahren, brachte Boeing dann das erste Flugzeug vom Typ 787 in die Luft, eine 787-8. Alles andere, was dann danach gekommen ist, das schauen wir uns morgen im zweiten Teil ganz genau an. Und damit soll es das für heute gewesen sein. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es waren ein paar interessante Informationen für euch mit dabei. Auch wenn es heute mal nicht so extrem technisch nur um diesen jetzt schon vorhandenen Flugzeugtypen ging, sondern um einiges, was davor passiert ist. Aber na gut, wir sehen uns dann hoffentlich morgen bei einem neuen Video wieder. Bis dahin, lasst es euch gut gehen und tschüss.